Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Angelfreunde. Wir haben heute den 6. Dezember. Es ist schweinekalt draußen. Wir haben jetzt genau 7:15 und ich stehe schon am Wasser, 50 Kilometer hinter mir. Warum ich diese Strapazen auf mich nehme, was heißt Strapazen? Macht ja unheimlich viel Spaß. Das werde ich euch gleich erzählen. Aber jetzt werde ich erstmal meine Angelsachen fertig machen und aus dem warmen Auto gehen. Und Näheres erzähle ich euch dann gleich. Bleibt dran! Hallo, da sind wir wieder. Es ist heller geworden und ich habe schon ein paar Würfe gemacht. Aber jetzt der Grund, warum ich so früh hier bin, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, die Mosel hat Hochwasser. Also die Mosel steigt etwas. Das Wasser ist braun, ideales Zanderwetter. Der Nachteil bei solchen Sachen ist, es gibt wenig Angelstellen und deswegen auch viele Angler. Und deswegen muss man auch etwas früher da sein, dass man sich so eine Stelle noch sichern kann. Das Wetter, wie gesagt, es ist ideal. Es ist trüb. Wie Wasser, wie im Himmel. Und ich denke mal, dass heute irgendwie beim Chicken auf Zander irgendwas geht. Würde ich schon hoffen. Ist trotzdem noch kalt. Und ja, warum ist das so erfolgreich? Aus einem ganz einfachen Grund. Durch das Wasser, was steigt, ist die Strömung in der Mitte unheimlich stark. Und die Fische ziehen sich aus der starken Strömung in den ruhigen Bereich zurück. Ich glaube, das wisst ihr auch selber, wenn ihr den ganzen Tag gegen die Strömung schwimmen müsstet. Das wäre zu anstrengend und deswegen gehen die Fische lieber in den ruhigen Bereich zurück, wo sie entspannt auf Beute gehen können. Deswegen, ich hoffe mal, dass was heute geht. Ich habe mal gehört, in letzter Zeit wurden hier einige Zander gefangen, sogar ein Wels von 1,18 Meter. Und ja, ich bin richtig heiß. Ich bin mal gespannt. Kommen wir jetzt mal zu meinem Gerät. Also, ich habe hier eine von Balsa, eine Senso Zander 2,35 Meter mit einem Wurfgewicht bis 38 Gramm. Das heißt, sie ist unheimlich steif, wo ich denke, das ist heute vom Vorteil, weil wenn sollte was beißen, dass ich das dann auch ja, von Hindernissen ein bisschen rapider wegholen kann. Weil ihr wisst ja selber, es schwimmt auch unheimlich viel Müll, Holz, Gestrüpp, alles Mögliche bei so einem Wetter auf dem Wasser. Deswegen muss man da ein bisschen, also so ist meine Meinung, ein bisschen kräftigeres Geschirr haben, um die Fische eben, wenn es solche Situationen geben, einfach mal, dass man sie locker und leicht von solchen Hindernissen wegholen kann. Wir reden jetzt heute über Chicken auf Zander. Jetzt da näher drauf einzugehen, dann gehe ich euch lieber hin und verlinke euch da oder da gleich eine Adresse. Da könnt ihr mal schauen, wie das genau mit dem Chicken funktioniert. Ich angel heute mit einem 7 cm oder 9 cm mit einem Chickkopf von 10 Gramm. Fällt, bin ich jetzt mal gerade am Versuchen. Macht euch keinen Kopf, wenn das nicht direkt klappt. Die Fische sind sowas von zickig. Auch welche Farbe oder wie groß der Köder sein muss. Ich denke mal, wenn ein Zander Hunger hat oder der Köder kommt ihm vors Maul gehoppelt, der schnappt zu. Egal, was für eine Farbe es ist. Klar hat man seine Lieblingsfarben. Ich setze heute mal etwas auf leicht hellere Farben, weil das Wasser doch ziemlich trüb ist. Und ich hoffe mal, ja, dass heute noch was geht, weil ich will euch unbedingt heute noch einen Fisch zeigen. Also, bleibt dran. Ach so, apropos dranbleiben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann wird es aber Zeit, weil es kommen noch unheimlich viele Filme von mir und nicht, dass ihr uns hat verpasst. Aber jetzt genug gequasselt, jetzt geht wieder an die Auch wenn momentan noch nichts beißt, aber es ist immer wieder schön, Schwäne am Ufer zu sehen. Also man ist nie alleine hier in der Mosel. Ach, guck mal, da kommen ja noch Enten. Mein Gott, ist hier heute was los. Da kommt noch einer. Ja, das ist Natur, Natur pur. Natürlich stelle ich jetzt mal erstmal zeitlang das Angeln ein, weil ich habe keine Lust,
hat sich irgendwie ein Schwan oder so an der Schnur verletzt. Das gehört einfach dazu. Wie ihr mich kennt, mache ich immer zwischendurch, versuche ich euch noch einen kleinen Tipp mit in die Wiege zu legen. Heute mal, da wir das Thema Chicken haben, den Angstdrilling, den wahrscheinlich jeder kennt. Ich mache mir die selber. Das sieht dann so aus, ein normaler Drilling, 35er Mono Schlaufe, passend zu dem Köderfisch. Da gibt es natürlich viele, wo ich sehe, die machen das hinten dran und machen den vorne fest. Dann sieht das dann ungefähr so aus. Aber ich finde das, dann hat man den ganzen Schnursalat draußen hängen und die Chance besteht einfach dann, dass man einfach mehr Kraut und mehr Dreck in sich hineinzieht. Vielleicht hindert das auch ungefähr beim Biss oder so. Deswegen habe ich mir einfallen gelassen. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier schon mal einen Gummifisch. Da habe ich eine Ködernadel schon durchgezogen. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, was da jetzt passiert. Ich lasse einfach die Schnur verschwinden. Ziehe ich einfach durch. So, steck ihn rein, wie ich ihn gerade brauche. So, und hier vorne kommt die Schlaufe raus. Die Schnur ist super versteckt und wie ihr seht, hindert das nicht irgendwie die Aktion von diesem Gummifisch. Und ich muss sagen, ich habe dadurch irgendwie mehr Fänge und weniger Hänger gehabt. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Man kann es noch hier einhängen, wenn man es will. Dann sieht es so aus. Aber wie gesagt, ich finde das eine super Idee. Und hoffentlich konnte ich euch da eventuell ein bisschen mithelfen. Und vor allen Dingen das Angsttraining selber machen. Man kann ja sparen, wo es nur geht. So, liebe Angelfreunde, das Video hat im Auto angefangen. Das Video wird im Auto enden. Ja, es ist verdammt kalt geworden, eine eisige Luft. Ich bin froh, dass ich im Auto sitze. Es hat eben noch vor einer Stunde angefangen zu regnen. Und mein Akku ist auch leer, muss man sagen. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Ich habe hier noch ein bisschen zu fahren. Leider konnte ich heute keinen Fisch präsentieren, was auch sehr schade ist. Ich habe eben noch mit einem Kollegen geredet, der ist hier 20 Meter weiter. Der kam eine Stunde später wie ich. Der hat auch keinen Biss gehabt. Und klar, man guckt mal kurz in die Köderdose rein und er hatte ganz andere Gummifische wie ich. Also hat es heute nicht an den Fischen gelegen oder an den Anglern, sondern die Mosel hat eben zickige Zander, Barsche. Ist auch gut so. Also hier werden wir keine Massenfänge kriegen, was ich super finde. Wir freuen uns hier wirklich über jeden Zander oder jeden Barsch, den wir hier fangen. Aber leider sollte es heute nicht sein. So, liebe Angelfreunde, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und vergesst nicht, mich zu abonnieren, weil ich werde euch noch Fische präsentieren. Das ist versprochen. Euer McWally.